Guten Tag, meine Damen und Herren. Haben Sie bemerkt, wie viele Krankheiten und sogar tödlich verlaufende Krankheiten durch den Verzehr von Tierfleisch entstanden sind und entstehen? Ich denke zum Beispiel an den Ebola-Virus, der scheinbar durch den Verzehr von Affenfleisch verbreitet wird. Ich denke auch an SARS, eine Krankheit, die durch den Verzehr der Zibetkatze verbreitet wird. Und so gibt es viele weitere Krankheiten. Nun sagen uns einige, dass die Gesetze, die Gott im Alten Testament erlassen hat, die den Unterschied zeigen zwischen reinen und unreinen Tieren, die uns also zeigen, welche Tiere man essen kann und welche Tiere man nicht essen kann, dass diese Gesetze abgeschafft worden sind durch den Tod Jesu Christi. Wir haben in der letzten Sendung gesehen, dass dies Gesundheitsgesetze waren, die bereits lange vor der Zeit Israels in Ägypten bestanden. Die bestanden bereits schon zur Zeit von Noah, wo es gar keine Juden gab. Und wir haben auch gesehen, dass diese Gesetze weiterhin in der Zukunft eingehalten werden, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Warum sollte Christus auch Gesetze abschaffen, die der Gesundheit des Menschen dienen? Will Christus nun, dass wir alle krank werden, weil wir einfach jetzt diese Gesetze brechen können? Wir haben auch gesehen, dass uns Theologen weismachen wollen, dass das Neue Testament uns erklärt, dass diese Gesetze abgeschafft seien. Und sie sind dann auf Stellen eingegangen, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, wo Petrus in einer Vision ein Tuch sah mit unreinen Tieren. Und es wurde ihm gesagt, dass er diese Tiere essen solle. Er hat sich geweigert, dies zu tun. Er wusste nicht so recht, was diese Vision bedeutete. Aber dann wurde ihm klar und deutlich mitgeteilt, dass es darum ging, dass er keinen Menschen mehr als unrein bezeichnen sollte. Und so wurden dann Nicht-Juden oder Heiden in die Kirche Gottes aufgenommen. Nun, mein Bruder hat mir vor vielen Jahren immer Folgendes gesagt, mein Bruder ist Mathematiker, Chemiker und auch Physiker, dass Theologen die konfusesten und verwirrtesten aller Akademiker seien. Und er fügte dann lächelnd hinzu, die sind sogar noch schlimmer als die Germanisten. Nun, ich persönlich denke auch, dass Physiker durchaus manchmal sehr konfus sein können, aber da ist was Wahres dran. Denn wenn wir uns nämlich die Ideen anschauen, die Theologen uns mitteilen, warum diese Speisegesetze nicht mehr gültig seien, dann stellt man fest, dass die sich selbst untereinander gar nicht einig sind. Zum Beispiel geben die uns eine Stelle an im Markus-Evangelium, wonach Christus angeblich schon zu seinen Lebzeiten alle Tiere gereinigt habe, alle Speisen für rein erklärt habe. Wenn dem so ist, dann widerspricht sich das ja mit der Vorstellung, dass Christus dies erst getan hat, als er gestorben ist. Im Übrigen widerspricht sich das dann auch mit der Vorstellung, dass Petrus noch viele Jahre nach seiner Bekehrung sich nach wie vor geweigert hat, unreines Fleisch zu essen, wenn doch Christus ihm damals im Markus-Evangelium bereits gesagt hat, dass alles Fleisch essbar sei. Ich meine, für so intelligenzlos und dümmlich sollten wir den Apostel Petrus nicht halten. Nun stellen wir auch fest, vielfach, wenn wir uns das ansehen, was uns so Theologen, die viele Jahre auf theologischen Instituten und Universitäten studiert haben, uns sagen, dass vielfach ihre Interpretation mehr zählt als das, was die Bibel sagt. Und vielfach ist dies eine eigenwillige Interpretation und viele kümmern sich auch gar nicht darum, im Endeffekt, was die Bibel eigentlich sagt. Es erinnert mich so ein bisschen an Martin Luther, der einmal eine Stelle im Neuen Testament, im Paulusbrief, auf eine eigenwillige Weise übersetzt hat. Und als dann einige zu ihm kamen und sagten, aber so steht es doch gar nicht geschrieben, da hat er darauf geantwortet, aber es ist der Wille des Dr. Martin Luther, dass dem so sei. Und hat sich dann geweigert, die Stelle richtig zu übersetzen. Und so findet man vielfach auch diese Vorstellung heute noch bei Theologen. Und sie könnten sich natürlich jetzt auch an mich wenden und sagen, ja, wieso sagen Sie denn, also ich, dass Sie mir glauben müssen, was ich Ihnen erzähle? Und meine Antwort ist, glauben Sie mir keineswegs. Glauben Sie nur das, was Sie in der Bibel bestätigt finden. Wenn Sie das, was ich Ihnen sage, nicht in der Bibel bestätigt finden, dann glauben Sie mir nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie es bestätigt finden, dann glauben Sie mir nicht, weil ich es sage, sondern weil es die Bibel sagt. Dazu gehört natürlich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Stellen, die ich anführe und die Bibel enthält, auch mit mir zu lesen und zu untersuchen. Und so wollen wir uns nun einmal heute mit einigen Bibelstellen beschäftigen,
die immer wieder angeführt werden, um uns angeblich weiszumachen, dass die Speisegesetze nicht mehr gültig seien. Und eines dieser Stellen ist in der Tat im Markus-Evangelium zu finden, und zwar im 7. Kapitel. Und es wird in Vers 19 in der revidierten Lutherbibel wie folgt übersetzt, wo Christus angeblich gesagt haben soll, damit erklärte er alle Speisen für rein. Aha, sagen einige, da haben wir es ja, Christus hat alle Speisen, also alle Tiere, für rein erklärt, die kann man jetzt alle essen. Ist das, was Christus hier gesagt hat? Schauen wir uns einmal den Zusammenhang an. Ein wichtiges Prinzip für richtiges Bibelstudium ist, dass man eine Stelle immer im Zusammenhang lesen muss und nicht einfach sich einen Vers da herausnehmen sollte, um dann irgendwie eine gewisse Ansicht zu vertreten. Schauen wir uns den Zusammenhang an, angefangen in Vers 1. Worum ging es hier? Es heißt hier in Kapitel 7 und Vers 1, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt gekommen sind, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Und da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Also wir sehen hier zunächst einmal den Zusammenhang. Es ging hier um das Essen von Brot mit ungewaschenen oder wie die Juden es ansahen, unreinen Händen. Und die Jünger wurden jetzt von den Pharisäern und Schriftgelehrten dafür verurteilt, dass sie die rituellen Satzungen der Ältesten nicht hielten. Es ging ja nicht um das Essen unreiner Tiere. Stellen Sie sich einmal vor, wenn die Jünger tatsächlich vor den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten Schweinefleisch gegessen hätten, was das für eine Reaktion erzeugt hätte. Darum ging es überhaupt gar nicht. Es ging lediglich um das Essen mit ungewaschenen Händen, gemäß der rituellen Satzungen, wie man sich die Hände so waschen sollte. Auf den Vorwurf der Pharisäer eingehend, Brot mit rituell ungewaschenen Händen zu essen, antwortet Jesus wie folgt, angefangen in Vers 15. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Es ging hier also um ein Gleichnis. Und Christus sagt in Vers 18, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Auf diese Stelle gehen wir gleich noch ein. Vers 20. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Bevor wir uns jetzt mit Vers 19 beschäftigen, der angeblich sagt, dass Christus alle Speisen für rein erklärt habe, noch kurz ein paar Worte zu den Waschungen gemäß der Satzungen der Ältesten. Ich möchte kurz aus einem Kommentar zitieren, Halley's Bibelhandbuch. Der erläutert auf Seite 474, das Händewaschen, um das es hier geht, geschah nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern war ein rein religiöses Zeremoniell, das nicht dem Gesetz, sondern der Erfindung der Schriftgelehrten entsprach. Ein anderer Kommentar, Erdmanns Handbuch zur Bibel, stimmt hiermit überein. Dieser Kommentar sagt uns auf Seite 506, den Pharisäern war es nicht etwa um Hygiene zu tun, sondern um religiöse Reinheit. Das eigentliche Problem des Menschen besteht jedoch nicht in unsauberen Händen, sondern in einem verschmutzten Herzen, das auch noch so viele Waschungen nicht säubern können. Dieser Kommentar von Erdmann bezieht sich auch auf die Aussage Christi, dass der Mensch durch das unrein ist, was aus seinem Mund herauskommt und nicht physisches, das in die Grube fährt.
Schauen wir uns einmal die Parallelstelle an, die sich im Buch Matthäus findet. Eine Parallelstelle zu dieser Episode hier in Markus 7. Und zwar in Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15 und angefangen in Vers 17. Ein weiteres Prinzip für richtiges Bibelstudium ist nämlich auch, dass man alle Stellen zu einem gewissen Thema zusammennimmt. Die Bibel kann sich nicht widersprechen. Jesus Christus hat selbst im Johannesevangelium gesagt, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Wenn Sie einen Widerspruch finden, dann liegt er entweder daran, dass Sie nicht genau verstehen, was die Bibel sagt, oder aber, dass Sie nicht alle Stellen zu einem gewissen Thema zu Rate gezogen haben, oder aber, dass, wie wir hier sehen werden, etwas mit der Übersetzung nicht stimmt. Aber hier in Matthäus Kapitel 15 und in Vers 17 lesen wir Folgendes. Matthäus 15 und Vers 17. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Auch hier sehen wir, dass der Zusammenhang das Essen mit ungewaschenen Händen ist, nicht das Essen von unreinen Tieren. Schauen wir uns auch Lukas an, Kapitel 11, eine weitere Parallelstelle. Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 38. Lukas Kapitel 11 und angefangen in Vers 38. Und da lesen wir: Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was drinnen ist, als Almosen, siehe, dann ist euch alles rein. Die Reinheit, von der Christus hier sprach und von der auch Paulus noch sprechen wird, ist innere Reinheit. Ein reines Herz. Wie man das Äußere reinhält, so sagt Christus, sollte man auch und erst recht das Innere reinhalten. Doch nun zurück zu Markus Kapitel 7 und Vers 19. Was ist damit gemeint, wenn hier geschrieben steht, dass Christus alle Speisen für rein erklärte? Nun, vielleicht haben Sie sich bereits schon gedacht, dass die Übersetzung für rein erklärte eine sehr unglückliche ist, eine, ich möchte sagen, falsche Übersetzung. Denn das griechische Wort, das hier mit für rein erklärte übersetzt wurde, heißt katharizo. Katharizo. Und es hat die Bedeutung von reinigen, aber nicht von rein erklären. Ich möchte kurz einige Stellen mit Ihnen lesen, wo dieses Wort benutzt wird. Katharizo. Und es wird durchweg mit reinigen übersetzt und nicht mit für rein erklären. Und da ist natürlich ein Unterschied, wie wir gleich noch sehen werden. In Matthäus Kapitel 23, Matthäus Kapitel 23, angefangen in Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, katharizo, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige, wiederum katharizo, zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Also hier das Wort heißt deutlich reinigen, nicht für rein erklären. Auch Apostelgeschichte 15, die berühmte Stelle, wo Petrus den anderen Jüngern erklärt, wieso er Cornelius getauft hat, wieso er es erlaubt hat, dass jetzt Nichtjuden in die Kirche aufgenommen wurden. Apostelgeschichte 15, angefangen in Vers 8, da heißt es: Und Gott, so ist es, was Petrus hier sagt, und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte. Nicht für rein erklärt hatte, aber gereinigt hatte durch den Glauben. Schauen wir uns auch 2. Korinther Kapitel 7 an. 2. Korinther Kapitel 7. Und in Vers 1, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen, katharizo, und die Heiligung vollenden,
in der Furcht Gottes. Wir stellen auch fest, dass in den meisten Fällen von einer inneren Reinigung gesprochen wird. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Und angefangen in Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde, die Kirche, geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt, Katharizo, durch das Wasserbad im Wort. Anspielung hier auf die Taufe. Eine Reinigung erfolgt dadurch, dass man durch die Taufe den Heiligen Geist empfängt. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass man den Heiligen Geist empfangen kann, ohne dass man in richtiger Weise als Erwachsener, der seine Sünden bereut hat und an das Opfer Christi glaubt, getauft wurde. Und dann wird man gereinigt in diesem Sinne. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Schauen wir uns auch eine Stelle im Titusbrief an. Er findet sich ja nach den beiden Timotheusbriefen. Titus, Kapitel 2 und in Vers 14. Titus, Kapitel 2 und Vers 14. Nun hat der Paulus hier ziemlich lange Sätze geschrieben und ich breche jetzt in den Zusammenhang mit ein. Die Rede ist von unserem Heiland Jesus Christus, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte. Katharizo, reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Also ein wahrer Christ wird eifrig sein, gute Werke zu tun. Und er wird gereinigt von Jesus Christus, dadurch, dass er den Heiligen Geist in einem solchen Christen wohnt. Schauen wir uns auch 1. Johannes an, 1. Johannesbrief, und zwar im 1. Kapitel. 1. Johannes, Kapitel 1, der befindet sich in der deutschen Lutherbibel, nach dem Petrusbrief, aber noch vor Hebräer. In anderen Bibeln ist die Anordnung anders, aber hier in der Lutherbibel, 1. Johannes 1 und Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, das bezieht sich auf Christen, die getauft sind, die den Heiligen Geist haben, auch die sündigen noch nach wie vor hin und wieder. Und wenn das geschieht, muss man diese Sünde zu Gott bekennen, weil man sie bereut hat und dann erhält man Vergebung. So heißt es hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch hier wiederum wird innere Reinigung beschrieben. Das griechische Wort ist Katharizo. Schauen wir uns auch im Hebräerbrief, Kapitel 9, weitere Stellen an. Und alle diese Stellen haben dieses Wort Katharizo zur Grundlage. Und in allen diesen Stellen heißt die Übersetzung richtig reinigen. Warum in der revidierten Lutherbibel, in Markus Evangelium, es für rein erklären übersetzt wurde, liegt einzig und allein daran, dass die Übersetzer eine vorgefasste Meinung hatten. Und mit dieser vorgefassten Meinung an diese Stelle herangegangen sind und da ihre Interpretation hineinbringen wollten. Aber hier Hebräer Kapitel 9 und Vers 13, da heißt es, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, schauen Sie, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Auch in Vers 22, da heißt es, und es wird fast alles mit Blut gereinigt, nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist der Grund, warum Christus für Sie und für mich sterben musste. Nur durch seinen Tod können wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Das Vergießen seines Blutes war nach dem Gesetz Gottes absolut erforderlich, sodass wir Vergebung erlangen konnten. Und dann auch in Vers 23. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Er spricht hier von physischen Dingen hier auf der Erde und himmlischen Dingen im Himmel. Und dann noch schließlich Jakobus.
Jakobus Kapitel 4 und in Vers 8. Auch hier wiederum eine Stelle, wo das griechische Wort katharizo gebraucht wird. Jakobus Kapitel 4 und Vers 8, wo Jakobus uns sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Aber er bezieht sich jetzt nicht auf Waschungen. Er bezieht sich darauf, dass man seine Hände nicht zu einem falschen Gebrauch benutzen soll, um damit zu sündigen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Sind wir nach wie vor wankelmütig, wenn es darum geht, das Gesetz Gottes zu halten? Sind wir nach wie vor bereit, Gottes Gesetz zu übertreten, mit unseren Händen, mit unserem Geist, mit unserer Gesinnung? Jakobus sagt, hört das auf. Werdet vollkommen überzeugt davon, dass ihr das tun müsst, was Gott uns sagt. Und wenn wir es tun, werden wir auch erfahren, dass Gott uns hilft, seine Gebote zu halten. Wenn Gott uns befiehlt, dass wir seine Gebote halten sollen, dann befiehlt er uns nicht etwas, was unmöglich ist, sondern er wird uns dann auch die Kraft dazu geben und die Gelegenheit dazu geben, das zu tun, was er uns befiehlt. Wenn wir nun auf Markus Kapitel 7 und Vers 19 zurückkehren, dann sehen wir hier, dass hier eine Reinigung beschrieben wird. Das Wort erklärte steht nicht im Griechischen, wie wir gesehen haben. Die Tätigkeit der Reinigung steht in einem Relativsatz, die sich auf Bauch und Grube bezieht. Und so ist es interessant, wie andere Übersetzungen weitaus richtiger diese Stelle bringen. Zum Beispiel die englische King James Bibel schreibt wie folgt. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube, alle Nahrung reinigend. Oder man könnte auch sagen, wodurch alle Nahrung gereinigt wird. Schauen Sie, die Rede ist von Nahrung. Die Rede ist von Speise. Die Rede ist nicht von unreinen Tieren. Die hat nämlich Gott niemals als Nahrung oder als Speise für den Menschen geschaffen. Christus sagt uns hier, dass alle Speisen, die in den Magen kommen, durch das menschliche Verdauungssystem verarbeitet werden. Und sodass dann alles, was nicht als Nährstoff verarbeitet wird, wie zum Beispiel etwas Schmutz von ungewaschenen Händen, aus dem Körper ausgeschieden wird und in die Grube fährt. Mit anderen Worten, die Nahrung wird dadurch gereinigt, dass Schmutzteilchen ausgeschieden werden durch das Verdauungssystem. Es geht ja nicht um Reinigung von unreiner Nahrung, sondern es geht um Reinigung oder den Ausscheidungsprozess von gewissen Schmutzpartikeln reiner Nahrung, die dann in die Grube fahren. Hören Sie sich an, wie einige andere deutsche Übersetzungen diese Stelle bringen, wie zum Beispiel die Elberfelder Bibel, die schreibt, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht hinaus in den Abort, in dem so alle Speisen gereinigt werden. Das, was im Körper bleibt, ist der reine Teil. Was ausgeschieden wird, ist der unreine Teil, wenn Sie so sehen wollen, der eben nicht verdaut werden kann. Die alte Lutherbibel hat es sogar wie folgt übersetzt. Und geht aus durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfegt. Schauen Sie, die alte Lutherbibel macht deutlich, es geht hier nicht um die Reinigung von unreiner Nahrung, es geht lediglich darum, dass gewisse Schmutzpartikel ausgefegt werden. Und die Schlachterbibel schreibt auch in ähnlicher Weise und wird auf dem natürlichen Wege, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Wie ich sagte, wenn die Jünger hier unreine Nahrung zu sich genommen hätten, das hätte einen absoluten Auflauf ergeben. Die wären gesteinigt worden von den Juden. Darum ging es überhaupt nicht. Es ging das Essen von Brot mit unreinen Händen. Unrein in dem Sinne, wie die Pharisäer dies ansahen, weil sie eben gewissen Waschungen nicht gefolgt sind. Also diese Stelle anzuführen, um zu sagen, hier hat Gott jetzt alle Speisen für rein erklärt, ist absolut sogar vom Zusammenhang her total unsinnig. Nun wird eine weitere Stelle angeführt von einigen Kommentatoren und Theologen, die uns angeblich sagen soll, dass heute alle tierische Nahrung genießbar sei. Und diese Stelle findet sich im 1. Timotheusbrief Kapitel 4. 1. Timotheusbrief Kapitel 4 und angefangen in Vers 1. Und dort heißt es, 1. Timotheus 4, angefangen in Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden
und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Also worum es hier geht, sind falsche Lehren, die von Dämonen herrühren. Und es geht darum, dass einige von dem Glauben abfallen werden in künftigen Zeiten. Es heißt in Vers 2, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Vers 3, sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Also achten Sie darauf, Vers 3 spricht von Speisen, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden. Diese Stelle sagt nicht, wenn man sie im Zusammenhang liest mit all den anderen Stellen, die wir bereits gelesen haben, dass Gott unreine Tiere als Speise für den Menschen erschaffen hat. Halten Sie Ihren Finger hier im Timotheusbrief und gehen Sie mit mir zurück zu 1. Mose Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9 und Vers 3. Schauen Sie, was Gott uns hier sagt. 1. Mose 9 und Vers 3. Da heißt es, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nun sagen einige, aha, hier sieht man also, Gott hat uns alle Tiere zum Verzehr gegeben. Aber wir wissen ja aus weiteren Stellen im Alten Testament, dass das nicht der Fall war, denn es wurde ja klar ein Unterschied gemacht zwischen reinen und unreinen Tieren. Was meint Gott hiermit, als er sagt, ich habe euch alles, was da regt, zur Speise gegeben? Gott sagt uns hier, dass er den Menschen Tiere wie das grüne Kraut zum Verzehr gegeben hat. Aber schauen Sie, Gott hat uns nicht alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Zum Beispiel würden wir ja nicht giftige Pilze zu uns nehmen. Wir würden ja nicht sagen, ja, Gott hat uns giftige Pilze zur Nahrung gegeben, so können wir die essen und dann sterben wir dran. Ich meine, das ist ja nicht der Zusammenhang. Wie das grüne Kraut, das uns zur Nahrung dient, also die Art von Kraut, die uns zur Nahrung dient, so können auch die Tiere, die uns zur Nahrung dienen, von uns zugenommen werden. Lesen wir auch 1. Timotheus 4 und Vers 5, wie die Stelle hier weitergeht. In 1. Timotheus 4 und Vers 5. Er hatte gerade gesagt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Vers 5. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Schauen Sie, das, was Gott uns zur Nahrung gegeben hat, das wird geheiligt durch das Wort Gottes. Geheiligt bedeutet für einen richtigen Zweck aussondern. Hier für den richtigen Zweck menschlicher Nahrung. Es ist Gottes Wort, die Bibel, die uns sagt, welche Tiere geheiligt sind, welche Tiere zur Nahrung geeignet sind und welche Tiere eben nicht zur Nahrung geeignet sind. Diejenigen, die Paulus hier in 1. Timotheus 4 anspricht, hängen jedoch Lehren von Dämonen an. Wenn sie sagen, man dürfe nicht alle reinen Tiere essen. Die sagten ja auch, man dürfe nicht heiraten. Man denke an Lehren gewisser Religionen, wo zum Beispiel die Kuh nicht gegessen werden darf, weil sie als heilig angesehen wird, obwohl Gott gesagt hat, die Kuh ist ein reines Tier und kann gegessen werden. Dies sind nicht Lehren, die aus dem Wort Gottes kommen. Das sind nicht Lehren, die uns Gott gegeben hat. Die Lehre, man dürfe keine unreinen Tiere essen, stammt jedoch von Gott. Man kann ja unmöglich annehmen, dass Paulus gesagt haben soll in dieser Stelle, dass die Lehre, man darf keine unreinen Tiere essen, von Dämonen stammt. Ich meine, das hätte Paulus niemals gesagt. Es geht hier um Lehren von Dämonen, die uns etwas anderes sagen, als das, was Gott uns gesagt hat. Die Lehren, die Paulus anprangert, sind eben die, die uns sagen, man dürfe nicht alle reinen Tiere essen. Man dürfe zum Beispiel überhaupt keine reinen Tiere essen. Das sind die Lehren, die Paulus hier anprangert. Nicht die Lehre, die von Gott stammt, die durch Gottes Wort klassifiziert wird und klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass man eben keine unreinen Tiere essen darf.
Hören Sie sich auch an, was die Life Application Bible, ein anderer Kommentar, zu dieser Stelle in 1. Timotheus 4 zu sagen hat. Die schreiben, die Gefahr, der sich Timotheus in Ephesus gegenübersah, kam anscheinend von Leuten in der Kirche, die einigen griechischen Philosophen folgten, welche lehrten, dass der Leib böse war und dass nur die Seele Gewicht hatte. Diese falschen Lehrer weigerten sich zu glauben, dass der Gott der Schöpfung gut war, da sein bloßer Kontakt mit der physischen Welt ihn befleckt haben müsse. Sie erließen strenge Regeln, wie zum Beispiel das Verbot an die Menschen, sich zu verheiraten oder gewisse Speisen zu essen. Dies ließ sie als selbstdiszipliniert und gerecht erscheinen. Paulus hat sich also hier gegen griechische Philosophen gewandt, die in die Kirche hineingekommen sind und ihre eigenen Ideen zum Ausdruck bringen wollten, bezüglich welche Tiere oder was für Nahrung man zu sich nehmen kann. Es ging nicht um die Speisegesetze, die Gott im Alten Testament erlassen hat und die, wie wir gesehen haben, nach wie vor auch im Neuen Testament gültig sind und die sogar noch in der Zukunft befolgt werden. Nun gibt es eine weitere Stelle, die von Theologen, einigen Theologen, angeführt wird, um uns zu sagen, dass man heute alle Tierarten zu uns nehmen können, obwohl man weiß, dass einige Tierarten mit Sicherheit giftig sind und von daher, dass man das Fleisch nicht essen soll. Ich meine, das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn man sich es richtig durchdenkt. Aber hier wird eine Stelle in Hebräer 13 zitiert und wir wollen uns auch diese Stelle einmal näher anschauen. Hebräer 13 und Vers 9. Da heißt es in Hebräer 13 und Vers 9, dass Paulus sagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Auch hier wieder ist es wichtig, auf den Zusammenhang zu achten. Paulus sagt uns hier, dass es sich um fremde Lehren handelt. Mit anderen Worten, nicht um Gesetze oder Lehren aus dem Alten Testament, denn die Juden, an die Paulus hier schrieb, waren ja mit diesen Gesetzen sehr vertraut. Das waren keine fremden Gesetze für sie. Hier handelt es sich um fremde Gesetze, mit denen die Juden nicht vertraut waren, die nicht aus dem Alten Testament stammten. Es waren Gesetze griechischer Philosophen und anderer Gnostiker, die jetzt ihnen solche fremden Gesetze darbringen wollten. Die Speisegebote entstammen dem Wort Gottes. Aber Paulus sagt uns hier in Vers 7, dass die Juden an die Lehrer denken sollten, die ihnen das Wort Gottes gelehrt haben. Schauen Sie, Vers 7, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und dann sagt er in Vers 9, dass man sich nicht mit fremden Lehren auseinandersetzen soll. Mit anderen Worten, der Unterschied besteht zwischen den Lehrern, die einem das Wort Gottes gesagt haben, und die Lehrer, die kamen und jetzt fremde Lehren brachten. Fremde Lehren im Hinblick auf Speisegebote. Nicht auf Speisegebote, die im Wort Gottes im Alten Testament geschrieben standen, sondern auf Speisegebote, die diese fremden Lehrer sich selbst dahergestellt haben. Einige zitieren dann auch 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10, angefangen in Vers 25 und sagen uns, ja, hier wird aber deutlich gesagt, dass wir alles essen dürfen. Diese Speisegebote des Alten Testamentes, diese jüdischen Gesetze, die sind nicht mehr länger notwendig zu halten, verbindlich. Ist das, was Paulus uns hier sagt? 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 25. Es heißt hier, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst. Und forschet nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Und dann sagt er auch in Vers 27, wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Jetzt sagen einige, aha, also mit anderen Worten, man kann so alles essen, was hier auf dem Fleischmarkt angeboten wird. Man kann also in einem Geschäft sich kaufen, was man will. Und man forscht am besten erst gar nicht nach, ob da Schwein drin ist oder nicht. Denn das ist das, was Paulus uns hier sagt. Ist das das, was Paulus uns hier sagt? Schauen Sie,
Der Zusammenhang ist Götzenopfer, Fleisch. Schauen wir uns Vers 20 an. Denn darum geht es hier. Vers 20 im gleichen Kapitel. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Vers 21. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Vers 22. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, sind wir stärker als er? Er bezieht sich hier auf eine Praxis von Menschen, Heiden, die zum Beispiel den Gott Attis oder den Gott Mithra anbeteten. Das war ein persischer Sonnengott. Und die hatten eine ähnliche Prozedur. Die nahmen nämlich auch zum Beispiel Brot zu sich, und zwar kein Blut, aber Wasser scheinbar. Und das galt als Verehrung dieses griechischen Gottes. Und Paulus sagt, ihr sollt da an solchen Zeremonien nicht teilnehmen, denn wir verehren ja nicht einen falschen griechischen Gott, wir verehren den wahren Gott. Und der bezog sich natürlich hier auf das Abendmahl, auf das Passa, wo man also einmal im Jahr Brot und Wein als Symbol für den Opfertod Jesu Christi zu sich nehmen soll. Aber der Zusammenhang hier ist eben Götzen. Und dann geht er weiter darauf ein, dass es natürlich jetzt eine Frage ist, kann man dann Götzenopferfleisch zu sich nehmen? Denn Paulus verbietet die Beteiligung am Gottesdienst im Hinblick auf Götzen. Nun geht er auf die Frage ein, ist das Essen von Götzenopferfleisch erlaubt? Denn einige meinten nun, das dürfe man auch nicht. Paulus hat sich in der gleichen Weise auch in einer anderen Stelle, die ich hier nur kurz anführen möchte, im 1. Korinther Kapitel 8, angefangen in Vers 7, mit dieser Frage beschäftigt, mit der Frage des Essens von Götzenopferfleisch. Paulus erklärt, dass das Götzenopferfleisch, das bei den heidnischen Opferzeremonien übrig geblieben war und das nun auf dem Fleischmarkt verkauft wurde, lediglich Fleisch war. Solange man an den heidnischen Riten und Praktiken nicht teilnahm, konnte man also ruhig solches Fleisch essen. Von daher brauchte man nicht auf dem Markt oder im Haus von Ungläubigen nachzuforschen, wo das Fleisch herkam. Das war unerheblich. Kritisch wurde es jedoch, wenn jemand, dem der Ursprung des Fleisches bekannt war, zu dem Christen sagen würde, das ist Opferfleisch. Und so lesen wir Paulus Antwort in 1. Korinther 10, Verse 28 und 29. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Mit anderen Worten, es ging jetzt darum, dass der Christ nicht in irgendeiner Form zu einem Anstoß wurde für einen schwachen Bruder oder auch sogar für einen Ungläubigen. Mit anderen Worten, wenn man jetzt bei einem Ungläubigen aß und es wurde einem Fleisch vorgesetzt und ein schwacher Bruder sagte zum Beispiel, aber das ist doch Götzenopferfleisch, dann sagt Paulus, okay, um dessen Willen will ich das nicht essen, denn wenn ich jetzt davon esse, dann wird mein schwacher Bruder vielleicht auch dazu verführt, es zu essen, aber der tut es mit Gewissensbissen. Der tut es nicht aus Glauben, sondern der tut es daraus, um mir zu folgen, aber er macht sich ein Gewissen daraus. Und er sagt, um dessen Gewissen nicht zu beschweren, sollte man dann davon absehen, von diesem Götzenopfer Fleisch zu essen. Es geht also um das Gewissen des anderen, der noch schwach ist und noch nicht versteht, dass man Götzenopferfleisch essen kann, denn das Götzenopferfleisch als solches ist lediglich Fleisch. Die Stelle hat nichts, absolut nichts, mit dem Essen von unreiner Nahrung zu tun. Es geht um das Essen von reinem Fleisch, das aber als Götzenopferfleisch verwendet wurde. Und Paulus sagt, forscht nicht nach auf dem Fleischmarkt, wenn ihr reines Fleisch kauft, wo das herkommt. Aber wenn euch jemand sagt, das ist Götzenopferfleisch, dann esst es nicht, um das Gewissen dessen nicht zu beschweren, der noch schwach im Glauben ist. Dann gibt es noch eine weitere Stelle, die, wie wir sehen werden, auch genau das gleiche Problem behandelt. Und zwar in Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14 und Vers 14. Und die Stelle wird auch immer wieder angeführt, um uns zu sagen, heute dürfen wir alles Fleisch essen, was es so gibt.
Natürlich Schwein, aber dann auch Krabben und Muscheln und diese Zibetkatze und Affenfleisch, die also nachweislich gesundheitsschädigende Krankheiten übertragen. Das kann man alles essen. Römer 14, 14. Da heißt es: Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Vers 20. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist alles rein. Man kann also alles essen. Aber wenn man sich ein Gewissen daraus macht, dann sollte man es nicht tun. Das ist die Erklärung, die uns so von verwirrten Theologen angeboten wird. Aber auch hier müssen wir natürlich an den Zusammenhang denken. Wir müssen uns den Zusammenhang anschauen. Was bespricht Paulus hier? Angefangen in Vers 2. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wir sehen von vornherein, es geht hier um den Gegensatz Vegetarier, Fleischesser. In Vers 2 erklärt er, dass einige Mitglieder, die noch schwach waren, glaubten, man dürfe überhaupt kein Fleisch essen. Sie waren Vegetarier. Nun sagt Paulus in Vers 3, wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Paulus macht hier deutlich, dass dieser Unterschied, ob man jetzt Vegetarier sein will oder eben Fleischesser, der soll keinen Anlass geben zur Verurteilung unter den Mitgliedern. Er schreibt in Vers 21 im gleichen Kapitel: Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Auch hier geht es wiederum um die Beschwerung des schwachen Gewissens. Wenn man weiß, dass einer sich ein Gewissen daraus macht, zum Beispiel Fleisch zu essen, und es nur deshalb tut, weil wir es tun in seiner Gegenwart, dann sagt Paulus, sollten wir es besser nicht tun. Denn wenn er es tut, aber Gewissensbisse dabei hat, dann sündigt er. Denn im Jakobusbrief heißt es, dass alles, was nicht aus dem Glauben geschieht, aus der Überzeugung geschieht, Sünde ist. Wir sehen also, Paulus spricht hier von Mitgliedern, die Vegetarier waren, und über solche, die Fleisch aßen. Er spricht dann auch hier über Speisen. Er sagt in Vers 15 im gleichen Kapitel: Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt ist, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Schauen Sie, Gott hat reine Tiere als Speise erschaffen, aber nicht unreine Tiere. Paulus sagt uns, dass wir einen Bruder, der Vegetarier ist, nicht dadurch betrüben sollen, dass wir in seiner Gegenwart reines Tierfleisch essen, wenn wir wissen, dass er sich daran stößt. Und so heißt es dann in Vers 20. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist nicht gut für einen Vegetarier, wenn er reines Fleisch isst, aber mit schlechtem Gewissen, eben weil er meint, es sei verkehrt, Fleisch zu essen. Kommentare führen auch aus, dass einige Christen deshalb Vegetarier waren, weil sie kein Fleisch essen wollten, das Götzen geopfert worden war und dann später verkauft wurde. Und so gesehen bezieht sich Römer 14 auf das gleiche Problem, das wir bereits in 1. Korinther 8 und auch in 1. Korinther 10 angesprochen sehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Paulus dieses Problem im Römerbrief betrachten wollte, denn der erste Brief an die Korinther wurde um das Jahr 55 geschrieben, der Brief an die Römer von Korinth aus um das Jahr 56 oder 57. Sogar der zeitliche Zusammenhang zeigt, dass scheinbar das gleiche Problem nach wie vor noch vorherrschte. Hören wir uns einmal an, was die Life Application Bibel zu Römer 14 zu sagen hat. Es heißt, je nachdem ein Tier einem Gott in einem heidnischen Tempel geopfert worden war, wurde nur ein Teil davon verbrannt. Der Rest wurde oft auf dem Marktplatz verkauft. Von daher konnte ein Christ leicht,
mitunter sogar unwissend, solches Fleisch auf dem Marktplatz kaufen oder es zu Hause bei seinem Freund essen? Sollte der Christ den Ursprung des Fleisches hinterfragen? Einige meinten, es sei nichts Falsches dabei, Fleisch zu essen, das von Götzen geopfert worden war, da ja die Götzen wertlos waren. Andere untersuchten sorgfältig die Herkunft des Fleisches oder verzichteten darauf, überhaupt Fleisch zu essen, um nicht ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Das Problem stellte sich besonders für Christen, die einst Götzenanbeter gewesen waren. Bei ihnen konnte eine solche krasse Erinnerung an ihre heidnischen Tage den neu gefundenen Glauben schwächen. Paulus behandelt dieses Problem auch in 1. Korinther 8. Also dieser Kommentar sagt, dass die ganze Diskussion in Römer 14 sich auf das Essen von Götzenopferfleisch oder dem sich enthalten von dem Essen von Götzenopferfleisch bezieht. Doch wieso, sagt uns Paulus in Römer 14, Vers 14, dass nichts an sich selbst unrein sei, sondern dass es nur für den unrein ist, der es für unrein hält. Das haben wir ja gelesen, lesen wir es noch einmal. Römer 14, 14. Das ist ja diese kritische Stelle, die angeführt wird, aus dem Zusammenhang gerissen, um uns weismachen zu wollen, wir können jetzt heute alles Fleisch essen. Er sagt hier in Römer 14, 14, ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. So kann man denn nicht sagen, also gut, dann hat also doch hier jetzt Christus nach seinem Tode die Gesetze zwischen, die sich also mit dem reinen und unreinen Fleisch beschäftigen, abgeschafft. Auch hier ist ein Problem der Übersetzung. Das Wort für unrein in Vers 14 ist im Griechischen das Wort koinos. Koinos. Und dieses Wort bedeutet nicht unrein. Das heißt unrein von Natur aus. Sondern es ist besser übersetzt mit dem Wort gemein. Oder durch äußerlichen Missbrauch beschmutzt oder verunreinigt. Das griechische Wort für unrein, wenn es sich um unreine Nahrung dreht, um unreine Tiere, ist ein ganz anderes Wort. Das ist nämlich das Wort akatartos. Akatartos hört sich ganz anders an als koinos. Dieses Wort findet sich in Römer 14, 14 aber gerade nicht. Beide Worte finden sich allerdings in einer anderen, sehr bekannten Stelle, auf die wir jetzt kurz eingehen wollen, auf die wir in der letzten Predigt bereits eingegangen sind, in Apostelgeschichte 10 und Vers 14. Schauen wir uns diese Stelle noch einmal an. Das ist die berühmte Stelle, wo Petrus die Vision hatte von dem Tuch mit den unreinen Tieren. Apostelgeschichte 10, 14, wo Petrus in dieser Vision gesagt wird, er solle schlachten und essen. Petrus aber sprach, Apostelgeschichte 10 und Vers 14, O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und wie wir ja wissen, hat er dann auch, selbst in der Vision nicht, irgendeins von diesen Tieren gegessen. Ich habe noch nie etwas Unreines oder Verbotenes gegessen, sagt er hier. Das Wort für unrein ist in der Tat das Wort akatartos, was sich auf unreine Tiere bezieht. Das Wort Verbotenes ist das Wort koinos, das besser mit gemein oder durch äußerlichen Missbrauch beschmutzt übersetzt werden sollte. Hier heißt es oder wird koinos mit verboten übersetzt, nicht mit unrein. Es hat die Bedeutung von gemein, von etwas, das zunächst rein war, dann aber durch äußeren Gebrauch verboten wurde, verschmutzt wurde sozusagen. Bevor wir jetzt auf Römer 14, 14 zurückgehen, wollen wir uns kurz noch ein paar weitere Beispiele ansehen, wo das griechische Wort koinos für gemein und das griechische Wort akatartos für unrein gebraucht werden, oder eine Abwandlung dieser Worte, um diesen Unterschied klar und deutlich verstehen zu können. Der ist nämlich wichtig. Die Übersetzung hier in Römer 14, 14 in der revidierten Lutherbibel zeigt diesen Unterschied nicht auf und erschwert natürlich dadurch das Verständnis, was hier eigentlich gesagt wird. Es ist interessant, dass in Apostelgeschichte 10, 14, die Stelle, die wir gerade gelesen haben, sowohl die alte Lutherbibel als auch die Zürcher Bibel und die Padlochbibel das Wort koinos mit gemein übersetzen, also nicht mit verboten, sondern mit gemein. Die verstehen also genau, und Luther auch, verstand genau, was das Wort bedeutet.
Lesen wir nun Apostelgeschichte 10 und Vers 15. Apostelgeschichte 10 und Vers 15. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, gereinigt hat, das nenne du nicht verboten. Das nenne du nicht gemein. Denn das griechische Wort hier ist koino, eine Ableitung des griechischen Wortes koinos. Und wie ich schon sagte, das Wort, was hier gereinigt übersetzt wird, ist im Griechischen das Wort katharizo. Und das kennen wir ja bereits aus Markus Kapitel 7 und Vers 19, was die Bedeutung hat von reinigen. Also was Gott gereinigt hat, sagt die Stimme, das nenne du nicht gemein. Durch äußeren Gebrauch verschmutzt. Das ist das, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Gott sagt, Petrus also hier nicht, oder sagt Petrus also hier, das, was Gott gereinigt hat, Petrus nicht beschmutzt nennen soll. Schauen wir uns auch Apostelgeschichte 10 und Vers 28 an. Da heißt es, er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Wenn es heißt, dass ich keinen Menschen meiden soll, da steht hier im Griechischen das Wort für koinos. Mit anderen Worten, dass ich keinen Menschen gemein nennen soll, keinen Menschen beschmutzt nennen soll. Oder unrein, hier steht in der Tat das Wort akathartos. Mit anderen Worten, er soll einen Menschen weder unrein nennen, wie ein unreines Tier, und er soll aber auch keinen Menschen gemein nennen, jemand, der zwar vielleicht rein war, aber dann irgendwie durch äußeren Gebrauch verschmutzt wurde. Wenn Gott einen solchen Menschen gereinigt hat, ist natürlich der Zusammenhang. Genau dieselbe Wortwahl finden wir dann auch später in der Wiederholung des Berichtes in Apostelgeschichte 11. Schauen wir uns an, was Petrus hier sagt. Apostelgeschichte 11, Verse 8 und 9. Ich aber sprach, o nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Vers 9, aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Also auch hier sagt er, niemals ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Wenn wir nun kurz zu Markus 7 zurückkehren, die Stelle, die wir bereits ja gelesen hatten, dann stellen wir auch hier etwas Interessantes fest. Kehren wir kurz zu Markus 7 zurück. Markus 7 und Vers 15. Markus 7 und Vers 15. Wo Christus sagt, es ist nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. In allen Fällen, wo hier das Wort unrein vorkommt, steht im Griechischen das Wort koino, die Abwandlung des Wortes koinos, das, wie wir bereits wissen, gemein bedeutet. Mit anderen Worten, was Christus hier sagt, ist, dass man gemein wird, verunreinigt wird, beschmutzt wird, wenn man falsche Gedanken hat, wenn man Falsches in sich aufnimmt, was Gott widerstrebt. Gott sagt also, dass ein Mensch dadurch beschmutzt wird, dadurch gemein wird, wenn seinem Herzen böse Gedanken und böse Dinge entströmen. Nahrung jedoch, die vielleicht ein wenig unsauber ist, macht den Menschen nicht gemein. Das heißt, sie verschmutzt ihn nicht innerlich. Und warum? Weil der unsaubere Teil der Nahrung nicht Teil seines Wesens wird, nicht in sein Herz gelangt, sondern in den Bauch und von dort in die Grube entleert wird, wie wir ja in Vers 19 lasen. Und weil durch dieses Entleerung sogar physische Reinigung erfolgt. Wir sehen also, dass Gott den Menschen, der vielleicht von anderen als gemein angesehen wird, als verschmutzt, da er Brot mit ungewaschenen Händen gegessen hat, reinigt. Das ist das, was Christus hier uns in Markus Kapitel 7 sagt. Das ist das, was die anderen Stellen uns auch alle gesagt haben. Das ist das, was Gott Petrus gesagt hat, wo er sagt, was ich Gott gereinigt habe, katharizo im Griechischen, das nenne du nicht gemein, koino,
Ableitung des Wortes koinos. Wenden wir uns nun mit solcherlei Verständnis gewappnet, ein Verständnis, was eigentlich alle Theologen auch haben sollten, die ja doch Griechisch können, erneut Römer 14, 14 zu. Gehen wir zurück zu Römer 14, 14. Die Stelle, die wir hier ja behandeln, die ja angeblich uns sagt, alle Tierarten sind jetzt rein zum Verzehr. Hier sagt Paulus in Römer 14, 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn, dass nichts unrein ist an sich selbst. Und hier ist natürlich die Stelle richtig übersetzt, dass nichts gemein ist, denn das Wort ist koinos. Nur für den, der es für unrein hält, der es für gemein hält, wiederum das griechische Wort ist koinos, für den ist es unrein, auch hier wiederum ist das griechische Wort koinos. Mit anderen Worten, in allen diesen Fällen sollte die Übersetzung heißen, dass nichts an sich selbst gemein ist. Nur für den, der es für gemein hält, für verschmutzt hält, für den ist es dann auch verschmutzt. Das ist das, was Paulus uns hier in Römer 14 und Vers 14 sagt. Er sagt uns also hier, dass nichts von sich aus, von Natur aus gemein oder verschmutzt ist, sondern dass es in einen solchen Zustand versetzt wird. Gott hat den Menschen ja nicht gemein oder verschmutzt erschaffen, aber der Mensch durch seine Handlung, durch das, was er denkt, durch das, was er glaubt, durch so, wie er lebt, wird verschmutzt in Gottes Augen, aber Gott kann einen dann auch wiederum reinigen. Nun, wie kann reines Fleisch laut Bibel gemein werden, verschmutzt werden? Nun, zum Beispiel dadurch, dass das Blut getöteter, reiner Tiere nicht aus dem Fleisch entfernt worden ist. Das kann zum Beispiel dadurch vorkommen, dass das Tier erstickt wird. Und von daher schreibt uns auch Paulus und Petrus und andere Apostel in Apostelgeschichte 15 und Vers 20, dass man sich vom Erstickten und vom Blut fernhalten soll. Und nebenbei gesagt, das Verbot der Bibel, Blut zu sich zu nehmen, ist heute auch nach wie vor verbindlich. Das ist auch nicht abgeschafft worden, wie Apostelgeschichte 15 es bestätigt. Die sagen ja hier in diesem Konzil, dass da gehalten wurde, dass man sich von Blut und Ersticktem fernhalten soll. Aber Paulus schreibt in Römer 14, 14 gar nicht von solcher Art Verschmutzung. Er schreibt von einer Verschmutzung, die nur in der Einbildung des Vegetariers existiert. Der Vegetarier hält das reine Fleisch für gemein oder verschmutzt oder verboten. Vielleicht auch, weil es eben Götzenopfern dargebracht worden war. Und so ist es für ihn dann auch verschmutzt und verboten. Das heißt, er kann es nicht essen, weil er sonst sein Gewissen beschweren würde. Das ist das, was Paulus hier sagt. Doch was meint er dann in Vers 20? Denn in Vers 20 sagt er in der Tat, zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Hier steht in der Tat im Griechischen für das Wort rein das Wort kataros und nicht koinos. So die Übersetzung rein ist hier an dieser Stelle richtig. Wenn Paulus aber in Vers 20 uns sagt, dass alles rein ist, so meint er natürlich damit das, was gegessen werden kann. Er meint damit Gemüse, das nicht giftig ist. Er meint damit Fleisch, das eben essbar ist. Er spricht nicht von Fleisch, das unrein ist, das ja von Gott als unreines Fleisch erschaffen wurde, nicht als Speise dienend. Er spricht ja hier von Speisen. Er sagt, zerstört um einer Speise willen, nicht das Wort Gottes. Mit anderen Worten, es geht hier um reine Tiere, die man essen kann, die man aber laut Paulus nicht essen sollte, wenn ein Vegetarier gegenwärtig ist, für den es eine Gewissensübertretung bedeuten würde. Er spricht ja auch in Vers 21 davon, lesen wir die Stelle noch einmal. Es ist besser, dass du kein Fleisch isst und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Er spricht also wiederum hier von Fleisch, das man nicht essen soll, wenn sich ein Bruder daran stößt. Die Rede ist natürlich von reinem Fleisch. Er spricht hier nicht von unreinem Fleisch, sondern die Rede ist von reinem Fleisch. Paulus sagt, man soll kein reines Fleisch essen, wenn dies einem Vegetarier Anstoß bereiten würde. Die ganze Stelle behandelt hier das Verhältnis reines Fleisch und Gemüse. Es geht hier nicht um das Verhältnis reines Fleisch und unreines Fleisch. Nun gibt es noch eine weitere Stelle, die möchte ich das nächste Mal behandeln.
Die wird nämlich auch immer angeführt, um uns zu sagen, dass die Speisegesetze abgeschafft seien, dass der wöchentliche Sabbat abgeschafft sei, dass die jährlichen Feiertage abgeschafft seien. Als Christen brauchen wir alles dies nicht mehr zu halten, und das hat angeblich Paulus gelehrt. Das ist eine Stelle, die sehr interessant ist zu beachten, weil nämlich sie, wenn man sie richtig versteht, das genaue Gegenteil von dem sagt, was uns Theologen sagen. Und ich möchte Sie insoweit noch ein bisschen da jetzt nachdenklich stimmen, was das für eine Stelle sein könnte. Ich werde die nächstes Mal behandeln. Ich bedanke mich für heute, für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Link, für die Kirche des ewigen Gottes.